Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Donnerstag und ich spiele Days After. Heute gibt's die Rache. Viel Spaß. Bevor ich einfach so spiele, würde ich euch sagen, ich muss mal nach rechts gucken, denn da ist jetzt mein Aufnahmebildschirm und mein Spielbildschirm, weil der Monitor geht nicht mehr an. Also, ja, angeht er schon, aber ich habe irgendwie kein Signal vom Computer. Ich habe schon Stecker gezogen, reingesteckt, aber kriege ich kein Signal. Muss irgendwie was an der Buchse kaputt sein, ich weiß es nicht. Das wird jetzt richtig abenteuerlich hier zu spielen, weil ich spiele auf nur so ein kleines Feld und so groß ist auch die Aufnahme. Bei mir ist jetzt so oben das Spiel, unten die Aufnahme. Ich muss da noch ein bisschen was einstellen, wie ich sehe. So. So. Das müsste jetzt so passen, warte nach oben, das kann ja weg. So. Und das hier rechts kann ich ja auch irgendwie wegmachen. Okay. So. So sieht's links, die Werbung sieht man nicht so richtig. Ach. In mein Zimmer. Wand ist das? Okay. Ja. Krabbandkabel rein und rausstecken. Habe ich die Kamera ein bisschen verdreht. So. So ist es auch akzeptabel. So, dann werden wir sofort die Rache machen. Ich möchte den Bären killen. Dafür renne ich erst. Oh, ist das klein. Renn ich jetzt. Achso, ich habe hier was Neues gebaut. Ein Labor. Kann ich später hier Öl herstellen. Und was ist das? Irgendwas. Achso, das ist meine Tasche. Ich bin noch ein bisschen verwirrt hier. Oh, das ist Kreuz. Ich brauche was zum Schießen. Eine Pistole nehmen wir mit. Eine Pistole nehmen wir mit. Und diese beiden Handwaffen nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Und dieses und jenes. Essen. Essen nehmen wir auch mit. Und ich brauche was zum Trinken. Das geht bald kaputt. Geht bald kaputt. Die Brust und die Hände. Brust. Ja, und schon habe ich gehabt. Ich habe noch eine Armbrust. Nehme ich die mit als die Nagelpistole. Die macht ein bisschen mehr Schaden, hat zwar hohe Nachladezeit, der macht noch mehr Schaden. Den nehme ich mir auf für die Bären. Den noch mit. Rucksack ist auch fast kaputt.
Rucksack war bei dem Pferd. Ist das Hotel? Hier. Rucksack. Und jetzt brauchen wir was zum Trinken. Und dann geht's los. Let's go. Die Rache kommt. Nicht mehr viel Zeit. Ich habe gerade rumgefuckelt mit dem Monitor. Alles rein und raus stecken. Da ist es, die Pipeline. Auch die Pipeline, ne? Ja, war die Pipeline. Jetzt mal überlegen. Hast du schon Temu? Okay, wir sind angekommen bei Pipeline. Ich habe mir schnell aus einem Video angeschaut und ich habe da was zum Essen bekommen, also sprich, das ist jetzt noch hier drinne. Aber jetzt geht es los. Erstmal da bleiben, der auch. Dann packe ich hier runter. Wolf. Obwohl diese kleinen kann ich einfach so töten. Mr. Reh? Nein! Ach Mensch, du solltest doch das Reh looten. Der Bildschirm ist so klein. Ach, den kann ich... Nichts zum Looten. Schweinchen dick, komm da runter. Okay. Die Bärchen, die könnte ich ja zur Seite packen. Ist wieder ein Platz mehr. Doch vielleicht hatte ich reinschauen, was hier Schönes drin. Platz zum Futter. Was ist da Schönes? Nehmen wir erstmal beides mit. Storm.
Zwei Plätze brauche ich. Pack das Büchlein hier rein. Und jetzt brauchen wir noch ein Metallstückchen hier. Dann rufe ich einmal mein Hotdehü gleich. Nee, noch. Hotdehü noch nicht. Und dann nehmen wir die Sachen mit. Wie konnte es eigentlich sein, dass er mich gesehen hat? Okay, meine Brust ist zerstört. Oh, da war der Weg. Den nehmen wir noch nicht. Den holen wir uns später. Alle drei Bären schnappen wir uns später. Alle drei. War aber Schaschlik aus dem Bären. Also müssen wir die Leichten beiseite räumen. Okay, warte mal. Also schon. Was macht dein Angriff? Zack, weg ist er. Zu mir rüber, so jetzt so. Eins, zwei, drei. Da ist er. Dann kann ich auch so killen, kein Problem. Da oben ist halt eine Bär. Vorsichtshalber. Hoch. Ja. Oh, das ist der Feuerläufer, sag ich jetzt mal. Ach, das ist ja auch so ein schneller Flitzer. Immer diese Flitzer hier. Jetzt habe ich nichts mehr zum Essen. Ein bisschen doof. Trinken wir erstmal.
musste ich jetzt extra noch einmal zurücklaufen, mir was zum Essen holen. Er wird mich sofort umbringen. Wirklich zurücklaufen. Ist ja hier noch was zum Essen drin? Ne? Ah, enden. Das futtern wir auch. Dann mal schnell überlegen. Das brauche ich gleich noch. Diese und diese. Packe mal kurz zur Seite das Fett. Und ich das hier. Es war nicht viel Essen, aber wird mir wahrscheinlich helfen, um auf die 100 zu kommen. Nee, noch nicht ganz. Oh nein, warte, ich bin auch noch nicht so weit. Ach, Mensch. Okay. Der erste Bär ist down. Der Bob ist auch down. Mensch. Immer Bär. Ich war noch nicht so weit. Warum bist du losgerannt? Jetzt musstest du sterben. Handschuhe kaputt auch noch. Nichts zum Essen. Da was zum Essen? Nichts zum Essen? Das Schweinchen. Das Schweinchen? Mal. Schweinchen. Oh, hier ist wieder ein Schatz. Zwei Schätze. Dann letztes Mal auch zwei, ne? Ja, das muss ich mitnehmen. Also ich nehme den mit Absicht nicht, weil ich denke, den brauche ich sowieso später nochmal, wenn ich gegen anderen Bären kämpfe.
guter Bob ist ein toter Bob. Bei diesem Spiel jetzt meine ich. Essen, essen. Trinken. Ich hab doch trinken, warum trinke ich nichts? Ich hab nur nach Essen geschaut, obwohl ich ja auch trinken kann. Ein Bär? Das ist ein Wolf. Nichts zum Trinken oder Essen. So, jetzt haben wir noch zwei Bären. Und ich glaube noch ein paar Ätztis. Ein Feuerding da. Aber um die Bären zu killen, bräuchte ich ein bisschen mehr Lebensenergie und den Feuer Dings auch. Also ich muss einmal kurz. Ja, dreh dich um, Bär. Geh wieder nach Hause. Ich renne jetzt hier vorne einmal durch, um zu schauen. Der Bär müsste jetzt so oben irgendwo. Und hier ist was zum Essen. Brennen. Super. Pistole fast kaputt. Okay. Da oben steht der andere Bär jetzt. Und darunter jetzt. Okay. Aber der ist nicht hinter mir her, der hat mich nicht gesehen. Da liegt ein Kumpane. Also der mich letztes Mal getötet hat, gestern getötet hat, der ist schon dort. Dann dürfte hier ja nichts mehr sein. Also noch der Bär da und... Oh, was zum Essen. Und der Feuerzombie da.
Wir müssen den Bären einmal kurz weglocken, damit ich die Armbrust kriege. Okay, komm her. Okay, er ist noch da. So. Ausrüsten. Haben wir gemacht. Ich werde einmal die Schwefel wegpacken, damit ich den Bären komplett looten kann. Auch wenn ich das jetzt nicht brauche. Ich will erst den Bären killen oder erst... Komm, wir killen erst den Bären. Hier nochmal, der Feuerding ist zu schnell. Ich muss da mal was ausprobieren gleich, wenn ich den Bären killen möchte. Okay, wir gehen einmal zur Basis zurück. Die Armbrust hat zu wenig Schaden gemacht. Und holen die andere Pistole. Ne? Also, let's go. Wir sind wieder zurück und jetzt gibt es den Rest. Habe ich jetzt einmal... Ich habe mitgenommen 5-mal trinken, einmal Verbandsdingsbums. Müsste ja reichen. Supi, der ist down. Jetzt mal kurz hier was futtern, mal ein bisschen so rumlaufen, schaut, ob da noch was rumschwirrt an Zombies oder sonstiges. Ganze Boxen einmal looten, bevor ich den letzten Kampf an. Was drin? War da ist drin. Nimm wahr. Und trinken wir noch einen Schluck. Damit. Damit. Trinken. Hier kann ich leider nichts mitnehmen. Meine Tasche ist schon voll. Geht auch nicht. Okay. Die Schuhe kann ich mitnehmen, die gebe ich auch gleich aufs Pferd. Zack. Schuhe schon mal weg. Wo meine auch schon fast kaputt sind, aber ich denke mal für den Bären werden sie reichen. Oder? Tasche ist fast weg, Schuhe fast weg.
Und die nächste Mütze schon fast kaputt. Endlich, das war die Rache. Also die Rache war schon vorhin da, aber jetzt ist hier alles clear. Hey, ich hab doch den Rucksack aufgesetzt. Gut. Wird später grün. Gut, dann würde ich mal sagen. Pack hier was weg. Was packe ich weg, damit ich den Bär noch mal looten kann? Das brauchen wir erstmal nicht. So, den Bären, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Fett hat da mehr als genug bei mir in der Base. Dann würde ich auch schon sagen, das war's für heute. Doch gleich los zur Arbeit. Also dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht selber seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.